Ja, dann setzen wir nämlich hier schon mal die Mauern rein. Beziehungsweise auch die Türmchen. So. Dann können wir hier auch schon mal anfangen, Türmchen zu setzen. Das wird lustig. Nice. Ich glaube, wir machen mal den Gigant weg, oder? Tag 52, komm, wir haben noch ein bisschen Zeit. Lass uns mal den Gigant killen da oben. So. Map säubern, bitte. Einmal die Map säubern, bitte. Mache ich jetzt hier zu bis Tag 56? Oder wie mache ich das? Wir werden hier zu machen. Weißt du was, wir verbarrikadieren uns komplett hier drin. Scheiß auf die Ecke. Wir werden hier die Verteidigungsanlagen einrichten. Heißt aber im Endeffekt auch, wir können das hier machen. Wir haben viel zu viel Öl. Und dafür, dass ich auf Titanen setzen wollte, kann ich da nochmal einen bauen gerade? Jo. Oh, 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 sehr schön. Ich finde es auch faszinierend, wie stabil auf einmal das Spiel wieder läuft, ne? Hier drüben reicht es, glaube ich, wenn wir nur Soldaten reinsetzen. Und ich denke, wir könnten hier noch wesentlich mehr Türme vertragen. Hauptsache hier ist richtig schön dicke zu alles. Geht ihr mal da rein? Da sind doch jetzt plus zwei Soldaten drin, oder? Nee. Das sieht optisch immer so komisch aus. What can I do for you, sir? Jolly good. Okay. Ihr geht mir schon mal wieder zurück zu unserer Hauptstellung. Ihr darauf. Und ich muss zusehen, dass wir noch mehr Hütten bauen. Wir brauchen mehr Hütten. Das wird sonst wieder schief gehen hier. Da hätten wir jede Menge Fläche, ne? Aber die will ich nicht zubauen. Da passiert sonst nur wieder was. Aber die Ecke können wir zubauen. Das geht. Ja, vielleicht lassen wir da aber auch... vielleicht lassen wir da aber auch mal ein bisschen Platz, dass unsere Jungs da durchkommen. Oh, und warte mal. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir noch gleich den hier. Da kommt die Bank hin. Sekunde. Lass mich das ganz kurz mal ausmessen. Einer frei. Eins, zwei, drei. Da käme die Bank hin. Und dann brauche ich hier auch wieder
einen Slot frei. Das heißt, ob hier... Mach mal einen Zweier. Mach mal einfach eine Zweierbreite. Dann ist das optimal. So. Steht der da oben? Nein, der steht noch nicht. Hello. The train has arrived at the station. Who do you want me to punish? I need to explode this car. I need to kill something. You read my mind. So, Sniper stehen auf Position. Das wird lustig. Okay, Osten. Wie war das letztes Mal? Die kamen von hier rein, haben uns hier getroffen, die haben uns hier getroffen und die haben uns, glaube ich, hier unten getroffen. Das heißt, hier müssen wir dann überall Soldaten verteilen. Das wird interessant. Das heißt, sobald die Harpienwelle tot ist, müssen wir sofort runter mit den Einheiten. Also richtig, sofort. Gut, okay. Die letzten Scharfschützen, die lassen wir dann einfach hier stehen. Oder packen wir die da noch mit rein? Ja, ich weiß. Nee, wir lassen die mal hier stehen. Weil von da drüben kamen nicht so viele von diesen Biestern. It's a wonderful day, don't you think? Is it tea time already? So, ja, mit denen räumen wir jetzt noch schnell auf da oben. My rifle is ready. It's a nice day to die. Aber ich bin jetzt schon wieder langsamer, dadurch, dass ein bisschen was schief gegangen ist, weil... Ach Gott, ich muss ja den Bereich auch noch komplett aufrüsten hier. Sniper is ready. Great idea, sir. Wie mache ich jetzt hier Doppeldinger rein? Ja, das wird lustig. Das wird definitiv lustig. Soll ich hier auch zumachen? Ja, ne? Ich glaube, das wäre jetzt mal sinnvoller. Do you need me? So, wir brauchen da mehr Tower. Da packen wir noch welche hin. Hier ist halt scheiße. Da müssen wir uns später drum kümmern, dass das gefixt wird. Ah, die Türme da vorne. Die sollten wir vielleicht auch noch besetzen, wenn wir wollen, dass diese ganze Aktion jetzt Erfolg hat. Boah, ich hoffe, das war der Safe, dieses Safe-Game, wo die Harpienwelle aus dem Norden kam. Oh, scheiße. Weißt du, was hier abgeht, wenn das nicht der Safe ist? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind so gerippt, Alter. Here we go. Oh, hello. Wir sind so gerippt, wenn das nicht die Welle ist. Jungs, ihr steht da völlig falsch. Ihr müsst ganz schnell wieder zurück. Ach du Schande. Hello. Okay, Türme stehen, rein in die Türme. The swarm of infected is heading
Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Shit, wie kriege ich die jetzt da rein? Ich glaube, am schnellsten geht's, wenn wir jetzt hier... Nee, das geht nicht am schnellsten. Wir müssen hier vorne... Das ist... Ich glaube, wir machen hier nochmal auf. Jetzt nur bitte das Richtige... Nein, nicht den Turm. Ich hätte ganz gern die Mauer. Ha. Okay, geht. Scheiße, 10 Stunden. Titanen zurück. Sind die drin? Oh mein Gott, bewegt euch. Jetzt wird's ernst, weil jetzt ist halt wirklich... Wir haben gar keine Zeit mehr. Wir haben für nichts mehr Zeit. Okay, sie kommen. Scheiße. Building completed. Attention. Building completed. Our defenses are being attacked. Yo. Scheiße, Alter. Es funktioniert. Holy shit, es funktioniert. Let's go. Brauche ich das hier? Ne, das brauche ich da eigentlich nicht. Die kommen ganz gut klar. Wir ziehen die Truppe hier mal zurück. Ich schick die schon mal hier runter. Wir kümmern uns jetzt schon mal um die Vorbereitung. Ach Gott, wie mache ich denn das? Scheiße, wie mache ich denn das? Euch rüsten wir auf, eventuell. Dann... Meine Güte. Wie soll ich hier die ganzen Tower platzieren? Ich habe keine Ahnung, wir kommen doch da gar nicht durch. Oh, und wir haben gar keine Nahrung mehr. Hervorragend. So, dann haben wir hier unsere Verteidigungslinie. Ihr könnt schon mal da reingehen. Wirefence-Traps, ne, die bringen nicht wirklich was gegen Spitter. Da sehe ich gerade etwas, was wir gerade noch tun können. Das finde ich hervorragend. Ich weiß, gerade jetzt, wo es spannend wird, drückt der blöde Eumel hier auf Pause. Es tut mir so leid, aber... Was macht ihr denn? Geht halt da runter. Ach, die kommen da an den blöden Turm nicht ran. Ja, okay, scheiß drauf. Ist halt jetzt so. Das hier ist bitter. Mein Gott. Mein Gott. Dieses Getue mit der blöden Mauerregel, ne? Finde ich irgendwie so hart lächerlich. So. Okay, wie schaut's aus? Hä, wer stirbt? Uh-oh.
Das ist scheiße. Wow, die haben ein paar unserer Türme erledigt, oder? Oh, die sind. So, ich hoffe, ich habe jetzt dann alle Türme ausgewählt. Wobei... Die Truppe lassen wir vielleicht hier. Ha! Einwandfrei! Das ist halt echt übel da drüben, ne? Vielleicht können wir aber auch gerade mal hergehen. Nachdem die sich gar so an der Stelle sammeln. Dass wir da mal unsere ganzen Soldaten mit rüber schicken, so als Verstärkung, als Hilfestellung. So, Titans sind auch am Start. Okay, das haben wir. Wir haben jetzt Tag 57. Wir haben 5 Tage Zeit, um uns vorzubereiten. Ich würde tatsächlich hergehen und den Slot hier erobern wollen. Würde ich tatsächlich gerne machen. Pass mal auf. Oh mein Gott. Und ich muss irgendwie schauen, dass wir auch an genügend Arbeitskräfte rankommen. My machine is ready. Attention. Reporting for duty. Sniper is ready. Was für eine Stresserei hier. Wir haben nicht mehr viel Nahrung, ne? So. Scharfschützen. Oh Gott. Death, lovely death. Reporting for duty. That's a certain kill. Verteilt euch eine schön alle da unten. Das wird halt hier. Also entweder geht's gut. Oder das wird hier ein Trauerspiel. Reporting for duty. Excuse me? Blöde Frage. Aber wie wäre denn, wenn wir Folgendes machen? Wir gönnen uns hier so ein bisschen Zeug, ne? Dann könnte man hergehen. Habe ich nicht nochmal irgendwo jetzt eine Ölquelle eingenommen? Jo. Naja, eingenommen ist jetzt relativ, aber... Dann könnten wir hergehen. Und das hier mal vollbauen. So. Okay. Was das alles dann noch zu besetzen wird, interessant.